So, ich habe gerade beschlossen, ich werde mal zurückgehen jetzt, auch bevor ich diese Wassermühlen-Quest mache. Das ist mir gerade ja relativ egal, wann der Zeitpunkt ist. Und doch mal diese ganzen Dinger da einsammeln. Die eventuelle Outfits und so ein Zeug. Die Becher und so, Panorama, was Panorama bedeutet, wäre auch mal interessant zu wissen. Nehmen wir einfach mal hier für ein Lager. Na, hier sind die Dings. Breitkopfareal. Gehen wir mal hier hin und holen uns einen Breitkopf und reiten von da aus. Von da aus nach darüber zu dem Panorama und schauen mal, inwiefern mir Panorama außer natürlich einer sehr hübschen Aussicht hat wahrscheinlich was gibt. Aussichtspunkte lohnen sich natürlich immer wieder. Wie eigentlich habe ich die Shader optimiert. Ladezeit ist trotzdem lang. Breitkopfareal, mal schauen, der mir irgendwo Breitkopf. Hinten scheint es zu geben. Hätten wir, dann schalten wir mal frei, nicht halt mal frei, sondern hier mal einen Wegpunkt hin. Ja, eigentlich unsinnig, gell, so oben zu laufen. Ich weiß nicht, ob wir sind da drüben. Auch ein Panorama, gehen wir schon dahin, halt, fest. Ich würde im Moment am liebsten die Quest ganz ausschalten. Ist es möglich, keine aktive Quest zu haben? Diese Wassermühle Nebenauftrag. Aktiv keine offenen Quests, genau. Überlebt. Warnsystem. Hier ist gar nicht belebt. Das Warnsystem hätte man natürlich trotzdem ausschalten können. Sprungenes abgenutztes Gefäß, das in alten Liebenteuer war, trägt die Aufschrift Miriam. Selbst in alten Gefäßen können Meridien gegen wertvolle Belohnungen eingetauscht werden. Ja, gegen Out.
die ich dann doch gern hätte, muss ich sagen. Weil dann könnte man auch überlegen, für welche Kämpfe, wenn man falls ich mich doch ein bisschen weiter reinwurschtel, für welche Kämpfe ich was anziehe. Hallo? Bin ich da oben im Banditenlager? Mehr oder? Geräusche. Aber die Schnellreise funktioniert. Probiere ich allerdings aus. Kann ich die Schnellreisefunktion benutzen und dann meinen Mount dazu rufen? Oder vielleicht mit Mount, aber das geht wahrscheinlich auch nicht. Lagerfeuer. Mit Mount, das ist ja klasse. Okay, der Aussichtspunkt wird da oben sein bei dem Wetter. Eigentlich weniger sinnvoll, aber gut. Beziehungsweise bei Nacht. Feuer. Mhm. Ja, okay. Ein Panorama. Ich frag mich, was es mir zeigen wird. Ein Stadion oder was? Die Panorama Cage Dusch. Ah, da unten ist dieses alte. Es war ein Stadion. So sieht's aus. Wo ist jetzt dieses Panorama Cage? Also hab ich jetzt auch in irgendeiner Form gespeichert. Daten und Sammelobjekte. Na, Sammelobjekte hatten wir ja jetzt. Ei. Kunden in Teufelszeit, ja. Kamerad. Denver Stadion. Auch ein Audio-File. Apoca Shitstorm Tour Tag 6. Ich kam gerade aus dem Entzug, als wir uns das Spiel der Metallurgists gegen die Hearts Timor Wayforest ansahen. Das Emin-Trikot sah über deinem Sari ziemlich komisch aus. Hallo Ma, das muss so Ende Mai oder Anfang Juni gewesen sein.
Ich war erst eine oder zwei Wochen aus dem Entzug raus und fühlte mich immer noch ziemlich nackt und unsicher, was mein neues Leben anging. Du hattest dich bereits mit Mr. Cheerson angelegt, diesem Arsch und Schuldirektor, der mich nicht wieder aufnehmen wollte. Vor mir lagen 8 Wochen Sommerkurse, um das Versäumte nachzuholen. Aber das war mir egal. Ohne Drogen wusste ich noch nicht so recht, was ich mit mir anfangen sollte. Also kam mir ein geregelter Ablauf entgegen. Die Metallurgists spielten gegen die Wayfarers. Und wie immer hat er Wyatt Logen-Tickets. Aber es war das erste Mal, dass ich mitkam. Verdammt, es war vermutlich das erste Mal, dass ich überhaupt bereit war, etwas als Familie zu machen. Im Nachhinein wundert es mich, dass Wyatt dazu bereit war, sein missratenes Schließel so früh zu einer öffentlichen Veranstaltung mitzunehmen. Ich hatte natürlich schon viele Spiele auf Holo gesehen, aber es live zu erleben, war etwas ganz anderes. Die Größe der Maschinen, ihr Tempo, wie sie Kleinholz aus ihren Gegnern machten. Es war der Wahnsinn. Auf einmal war meine Faszination für Technik wieder da, die auf Droge irgendwie verblasst war. Als Homi Rahman, der Chefingenieur des Teams, in der Halbzeit in der Loge vorbeikam, bombardierte ich ihn mit Fragen bei einer privaten Pressekonferenz. Rückblickend würde es mich nicht überraschen, wenn du mich in der Hoffnung zu dem Spiel mitgenommen hättest, meine Technikbegeisterung wieder zu wecken, bevor die Sommerkurse anfingen. Oder sollte ich nur einen Blick auf die Unternehmensprivilegien erhaschen? Es war immer dein Traum, dass ich Ingenieur werden oder in der Wirtschaft oder in die Wirtschaft gehen würde. Ja, es war viel Ingenieurskunst zu sehen, als Connor 12 mit einem 18 Meter Raketensprung punktete. Und es waren viele leitende Manager und Unternehmensleiter mit uns in der Loge, als er das Tor bejubelte. Ja, es war alles geplant. Du hast genau gewusst, was du tust. Das wusstest du immer. Apokalypse. So. Die Maschinenarten, da hat man auch eine neue. Was war denn das? Ein Trampler. Körper. Was glaube ich für eine Energiezelle? Aus diesem Bauteil können Zünder-Rohstoff vergeudet werden. Die Zerstörung dieses Bauteils deaktiviert feuerbasierte Angriffe und löst eine Explosion aus, die alles in diesem Bereich verbrennt. Die Prozessoreinheit schließen. Ausgrabungshornangriff. Ja, der wäre nicht so wichtig. Okay. Energiezelle. Datenpunkte. Noch ein Hologramm-Datenpunkt. Wenn du mir dienst, leben sie. Wenn nicht, werden ihre Kehlen aufgeschlitzt und ihre Körper in der Sonne verdorren. Das Inventar, was haben wir da Neues? Spezialobjekt. Was? Das? Fertigkeiten haben wir einen Punkt, mit dem wir so viel nicht anfangen. Das war das Denver Stadium. In dem also Reiter auf Maschinen gegeneinander spielten, Tore erzielten. Okay. Eine Art Maschinen-Football, Maschinenball. Bin ich, kann mit allen Körperteilen gespielt worden sein. Maschinenball oder Fangball, Handball, was? Whatever. Ich will dazu. Komme ich da auch sonst irgendwie? Nee, ich glaube, ich komme da nicht fertig runter. Ich nehme hier einfach mal einen Speicherpunkt. Deswegen hat es ja auch die... Schön, mein Reittier ist auch rufbar. Was ist denn eine Halbtruhe? Maschinen passen gut auf.
schon mal echt reisen. Da ist dieses Objekt. Ja, da sind sie sich lieber. Oh, aber mein Tier ist tot. War nicht verrückt. Das wird mir noch weiterhelfen. Ich bin nicht auf der Welt. Dorf, ich dachte Welt schon, die werde ich nie mehr los. Metallblume war auf jeden Fall da drüben. Ja, die sind ja nicht reitbar. Nützlich für eine alte Rezeptur. Was sind Metallblumen nochmal da? Sammelobjekte. Tausche Sets, auch Sets, alles Sets. Mal ein paar Schnellreise-Sets dann. So, man kann nie zu gut vorbereitet sein. Und da. Und da vergaut mir echt was. War zu laut. Okay, das sind die 30 jetzt. Das ist doch unhübsch, um es mal so auszudrücken. Hier könnte es eine Spitze sein.
Jetzt jagen sie mich. Guck mal. Ich stehe eigentlich direkt auf diesem alten Gefäß. Gutes Fleisch.